Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen auf diesem Kanal zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr dieses tolle Außenfreigehege, wo sie herumlaufen können, selber machen könnt. Ihr braucht auch nur ganz wenig Sachen und das kostet wirklich nicht viel. Dann würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Für dieses Video braucht ihr solche Kabelbinder. Die sind auch wirklich billig und solche Estrichgitter. Ich habe da 8 Stück davon genommen. Schaut auch, dass die Maschenweite nicht größer als 5 cm ist, da sonst die Kaninchen ausbrechen können. Das sieht circa so aus und an dem Rand ist noch etwas größerer Abstand, aber da kommen sie nicht durch. Habe ich dann noch diese, also unten die Enden noch so umgebogen, damit die Kaninchen sich nicht durchbuddeln können. Und auch wenn ihr das Gehege nachbaut, ich habe es selbst von einer YouTuberin, und zwar von Lieblingsmöhre. Und sie hat auch nochmal ein Video, also ein genaueres Video dazu gemacht. Und kann sie dann euch auch noch verlinken in der Infobox. Und ihr müsst auch immer bei dem Gehege dabei bleiben. Also das ist kein ewig haltendes Gehege. Ja, dann habe ich das immer so abgebunden. Dann sind dann diese, also das sind einfach die Schlaufen da sind. Das habe ich dann insgesamt 4-mal auf der Länge gemacht. Aber ihr könnt das auch nur 3-mal machen. Und ja, so sieht es dann aus. Ich habe jetzt alle 8 zusammengebunden. Ja, mein Papa hat mir dann noch geholfen, das aufzustellen. Ich habe das dann auch noch unten mit solchen Haarringen gemacht. So sieht das dann fertig aus. Hier habe ich doch noch so ein Loch reingeschnitten. Das klebe ich dann noch mit Klebeband ab. Als Eingang sozusagen. Und so sieht das Gehege dann aus. Die haben da richtig viel Platz. Also da könnt ihr auch zum Beispiel zur Vergesellschaftung nehmen, weil da ist dann richtig viel Platz. Und ja. Also ihr werdet es dann nachher gleich sehen, aber mein Kaninchen hat das total gefreut. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr solche Videos haben wollt. Ich verabschiede mich, ihr seht jetzt dann noch solche Clips. Tschüss, bis zum nächsten Mal.